Eiskunstlaufzentrum Dortmund. Trainingsalltag. Etwas ist aber anders als sonst. Eistänzer Tim Diek hat eine neue Partnerin. Das ist Olivia Smart an meiner Seite. Wir waren beide bei den Olympischen Spielen im Februar. Allerdings noch mit anderen Partnern, wie ihr wisst. Und jetzt ungefähr seit einem Monat haben wir uns gefunden. Und das ist das perfekte Match, würde ich mal sagen. Die 25-Jährige ging in Peking mit Adrian Diaz für Spanien an den Start. Das Duo belegte einen beachtlichen 8. Platz. Danach trennten sich ihre Wege. Die Suche nach einem neuen Partner führte zu Tim Diek. Wir hatten tatsächlich eine Freundschaft außerhalb vom Eis und diese nehmen wir nun mit aufs Eis. Für Geschäft, Arbeit und Vergnügen. Das neue Duo ist ziemlich ehrgeizig. Sie möchten sich unter den 10 besten Eistanzpaaren der Welt etablieren. Und das Fernziel? Die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2026 in Italien. Tim und Olivia, das passt. Bei Olivia war es wirklich so, okay, jede Übersetzen oder jede Übung, die wir gemacht haben, hat sich direkt so naturell angefühlt. Und ich hatte manchmal wirklich das Gefühl, dass ich fliege, weil wir einfach zusammen so viel Schwung direkt bekommen haben. Und dann merkt man sofort, okay, ey, das passt total. Olivia Smart und Tim Diek. Ein Eistanzpaar, das sich irgendwie gesucht und gefunden hat und dem durchaus die Zukunft gehören könnte.